Weniger. Da oben hat der Stork sein Nest. Wenn mein Rucksack auch so gleich wäre. Ganz verliebtes Paar mit Schwierigkeiten. Olle! Da drüben liegt jetzt im Dunst Navarette. Da komme ich demnächst hin. Im Dunst liegt Retos. Da komme ich gleich vorbei. Hoffentlich habe ich noch Platz heute. Kommt jetzt eine Brasilianerin, die braucht natürlich länger wie ich. Die läuft sehr langsam. Ich komme jetzt dann bald nach Nagara. Und da steht das schöne Steinhaus. Und ein Radpilger. Das ist die Kirche in Nagara. Da hockt schon wieder der Storch oben. Da gibt es bloß eine Kirche mit Storch. Da hockt er wieder ganz entspannt oben. Jetzt sitzen sie wieder oben. Also so einen großen Pilgerstall habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Das geht bis ganz hintere. Alles belegt. Da laufen sie wieder. Auch in Gruppe. Kommt sie rum mit dem schweren Rucksack und sie hatschelt nebenher. Was vorher Weinanbau war, ist jetzt wieder ausschließlich Getreide. Riesenfelder. Weites Land. Da kommen wieder Pilger. Ganz hinten auch. Da unten liegt jetzt Santo Domingo della Casada. Das ist mein heutiges Etappenziel. Da geht es jetzt noch runter. Das ist der Glockenturm von der Kathedrale in Santo Domingo della Casada. Da ist heute ein Fest, da sind ein ganzer Haufen Leute da. Das Kirchenschiff da herüber. Der Glockenturm steht ganz extra. Eine wunderbare Kirche. Also es gibt hier keine Kirche ohne die Störche nisten. Das da war heute meine Unterkunft. Und da ist heute ein ganz besonderes Fest.
Genau was, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es laut zu. Die Anna. Wir jetzt in Grignon eintroffen. Da sind wieder die Störche auf dem Kirchturm. Das ist so kleine Orte, riesengroße Kirche. Ich bin jetzt an der Grenze, ich verlasse jetzt La Rocha und komme jetzt nach Kastilien. Bis dahin auf einmal zum Laufen. Da oben ist Santiago de Compostela. Das ist die alte Kirche in Belgrado, wo ich heute übernachtet werde. Das ist jetzt die neuere Kirche. Madre, tus hijos te aclamamos, dichos. Leon, gibt es viele, viele Eremiten, also Einliedeleien, wo Menschen versucht haben, Gott zu loben, Gott zu. Das sind so kleine Orte, die haben aber wunderschöne Plätze immer. Das bei uns halt fehlt immer. Bloß jetzt ist Nachmittag um 4 Uhr, da ist natürlich nichts los. Die fangen erst dann um 5, 5, 6 Uhr, da tut sich noch was. Der Bahnerin, die hat sich so wohl gefühlt, aber die hat einen Rucksack, der ist fast noch schwerer wie meiner. So eine kleine Person, aber laufen wie irgendwie. Das sind die drei Spanier, mit denen ich bin mindestens schon 6 oder 7 Mal zusammen. Die stehen immer als Erste auf und gehen als Erste fort. So sieht einer aus, der sehr traurig ist. Da ist meine kleine Wanderin wieder. Das hier ist eine Spanierin. Darin ist ganz arg gemütlich. Aber schöne Musik. Paparazzi! Paparazzi, ya estás con la cámara! Komm jetzt in das Dorf William Pistia. Franca Montes de Oca. San Juan de Ortega. Aber ich gehe noch 4 Kilometer weiter. Franca, die hat mich jetzt wieder eingeholt. Und da unten, da ist Arches. Da werde ich heute übernachten. Das ist die Kirche in Arches. Da mache ich heute Quartier. Oben sitzt natürlich wieder der Storch. Das ist hier so üblich, auf den Kirchen. So, auf dem Weg nach Burgos, das werde ich heute erreichen. Und da tut sich die Landschaft auf, so Hochebene. Es sind gerade 2 Franzosen vorbei. Jetzt 5:11 Uhr. Erreiche ich gerade Burgos. Das Tor geht mir zur Kathedrale. Das ist allerdings wieder Baustelle. Ich stehe jetzt vor der Kathedrale in Burgos. Das ist ein Riesenbau. Wunderschönes Portal. Mit den 12 Fingern. Der hängt da wie ungefähr noch 30, 33 Kilometer.
da ist halt abends, da ist rein hier. Das ist so eine Hochebene mit immer so Steinhaufen, was gerodet wurde. Vor mir liegt Ornidius del Camino, das ist heute mein Etappenziel. Ringsrum ist noch wie eine Mondlandschaft eigentlich. Ich bin jetzt zwei Etappen hinter Burgos und da macht sich diese Hochebene aus. Bestimmt über 800 Meter hoch, aber total flach und weit. Da kommen wieder ein paar Pilger. Es wächst einfach so aus dem Kalkboden raus. Lauter so Steinmauern, so Steinhaufen da. Vorne rechts läuft der Kanadier. Mit dem laufe ich auch schon viele Etappen. Ach, seit Pamplona schon. Liegt jetzt Ontanas. Komm jetzt gleich durch. Jetzt komme ich zu den Ruinen der früheren Klosteranlage San Anton. Die haben die Pilger ja, einfach geheilt. Es war so wie ein Hospiz. Schöne Anlage. Vor mir liegt jetzt Castrojoris. Da komme ich jetzt dann hin, das ist meine Tagesetappe, mein Tagesziel auch. Da habe ich jetzt zwei Jakobus, den mit dem Wanderstab und der andere mit der Pfeife. Die haben so ein sehr schönes Restaurant, Abendessen, für 9 Euro, war ein wunderbares Menü. Und das sind die drei, mit denen ich heute Abend zusammengesessen bin. Ich musste jetzt auf so einen Tafelberg aufsteigen gerade. Da drüben liegt Castrojoris, das ich heute Morgen um 6:30 ungefähr verlassen habe. Früher ist nicht hell, der 7. Die Markierung nicht. Die Sonne, die geht jetzt gerade auf und da unten liegt so eine Tiefebene, alles Getreide. Ist alles ein bisschen im Dunst. Die Morgen sind die Schatten noch recht lang. Eine schöne alte Steinbrücke wieder. Gerade ein Pilger drüber. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Fromista und da tut der Bauer gerade hier bewässern und da entsteht der Regenbogen hier. Doch schön. Hinter sind stehende Windräder, das freut euch nicht so. Dafür aber vorne da dieses Mondfeld. Das ist eine Pracht wieder. Jetzt auf einmal blitzt ganz violett. Ganz dahinter läuft ein Pilger. Das ist die sogenannte Tierra de Tampas. Das ist so eine Tiefebene, weit sieben da. Das ist alles Getreide hier. Vorne läuft die Spanierin aus Barcelona. Die hat mich schon gestern überholt. Das ist ein junges Mädel, die kann nur fix laufen. Weit, weit, weit geht's. Weit, weit. Da drüben alles rot mit Mondfeld. Ich komme jetzt nach Putillo del Camino. Ich glaube, das vorne da, das sind Taubenhäuser. Wie ich es gesagt habe, das sind Taubenhäuser. Das ist natürlich wieder ein Starrhofer. Ah, da ist ein Junge. Guckt er gerade raus. Das ist so wie eine Pestsäule. Die
Kirche St. Martin in Frommisdal. Das ist einfach architektonisch ein stimmiger Bau. Da sind auch wieder zwei Störchnester oben. Aber hier vorher. Nein, aber wir hätten das schon gerne vor. Hey, ich habe jetzt Frommisdal verlassen. Nach Santiago sind es noch 475. Und dort ziehen sie wieder, die Pilger. Und hoffen, dass sie ankommen. Für den kleinen Ort eine Riesenkirche. Da macht der Schack jetzt gerade Pause und das machen wir jetzt auch. La mujer va a acompañar al marido al médico y le hace las pruebas y sale y se queda la mujer con el médico. Y el médico le dice, mire señora, ¿y usted es vidrio? Hay una enfermedad muy grave y usted tiene que ir. Hier ist der Schack in Cariostro los Condes. Eine wunderbare Kirche. Jetzt bin ich auf eine kleine Anhänge gekommen. Normal ist Topfheber. Das ist Bolzengrat und Topfheber. Da kommt die ganze Herrscher. Da weht der Wind wieder so schön durch das Getreide. Jetzt komme ich zum heutigen Etappenziel, Ledigos. Ledigos, da ist meine Herberge. Hier, da schlafe ich heute Nacht. Hier ist der Schlafsaal in Ledigos. Ich habe jetzt die Provinz Palencia verlassen und bin jetzt in der Provinz León. Und da drüben, da liegt Sahagún. Das ist noch in Sahagún. Das ist ein Lehmziegelbau. Also das sind die Schwestern vom Orden der Augustiner. Und die betreuen hier diese Herberge. Yo, Patricia. Patricia? Patricia. Y hemos dado gracias por tantos dones que hemos encontrado a lo largo del camino, a lo largo del día de hoy. Gemeinsames Abendessen. Ist die Conchita, der ist der Bad. Kilometer glauben wir, Leute, wie verrückte Schwester von Billinger. Ein gemischter Salat und hergerichteter. Sau kaltes Wetter, ich glaube. Das hier ist der Schnarchstall. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Mulas. Das ist eine Etappe vor León. Ich komme jetzt nach El Burgo Rodero. El Burgo Rodero. Die Baumreihe dahinter, die sehe ich ewig. Aber bis ich da nun ankomme. So springen sie zum Teil umeinander. Die konnte laufen. Kathedrale in León. Wunderschöner Bau.
Seitenportal links, Seitenportal rechts. Jetzt bin ich vor der Xelikasa und ist der Dom. Romanische Madonna. Tabernakel, 11. Jahrhundert. Kelch, 16. Jahrhundert. Der Bau ist von den Korinther Katalogen.